Aber wenn ich nach Nepal fliege, fühle ich mich dort fast genauso zu Hause. In Bayreuth. In London. Venedig. In Frankreich. Brüssel und in Amsterdam. Ich habe also 4 8.000 und 5 7.000 bestiegen. Ne? Ich mache überwiegend Collagen schon seit vielen Jahren. Und Objekte und manchmal ein bisschen Performance. So wie Pflanzen Verbrennung rückwärts machen, die nehmen sich auch CO2 und Wasser aus der Luft, macht diese Anlage genauso Verbrennung rückwärts, nur dass wir nicht beim Holz landen, sondern eben beim synthetischen Erdöl. Und als ich aufsah, schwand sie schon im Wind. Erinnerung an die Maria von Bertolt Brecht. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Das ist mein Freund Ese. Er kommt aus Burkina Faso und studiert hier in Dresden Germanistik. Er steht kurz vor seinem Master. Er ist ein wunderbarer Musiker. Ich habe mit ihm schon zusammen gespielt. Ich möchte darüber schreiben, wie man mit Musik die Fremdsprache lernen kann. Alles in Aufruhr. Ne? Man tobt mit, man wehnt mit, wenn es drauf ankommt. Ich bin im Herzen definitiv Punk. Also ich habe halt mein Architekturstudium absolviert. Ich eigentlich hauptberuflich als Ansprechpartnerin für Ostsachsen, für kreatives Sachsen unterwegs bin. Ich bin gerne Straßenbahn gefahren. Ich bin gerne arbeiten gegangen. Eine Stadt, die auf der einen Seite Großstadt ist, auf der anderen Seite auch eine gewisse Übersichtlichkeit hat. Dieser perfekte Barock, diese inszenierte Gutbürgerlichkeit. Die erste Stadt, die ich kennengelernt hatte, war Dresden. Und das war für mich wie in einem Traum. Und ich erinnere mich noch, damals hatte ich jeden auf der Straße angesprochen. Hey, wie geht's? Ich bin hier verankert irgendwie. Aber noch wichtiger wird das natürlich, wenn man auf einer Expedition ist, wo man jetzt eben auch Risiken und Gefahren eingeht. Dann ist es halt ganz wichtig, dass man wirklich einen Ort hat, an den man gerne zurückkehrt. Das ist nie alles Kunst, was man macht. Muss auch nie alles Kunst sein. Deshalb ist es wesentlich für einen selbst. Also die Sachsen sind ja ziemlich erlebnisorientiert. Das merkt man, die arbeiten gerne hart, die feiern aber auch gerne hart. Wenn man jetzt alles das so zusammen in Reagenzglas tut und sich vorstellt, was das ist, dann sind es auf jeden Fall keine trägen Moleküle. Und das kann natürlich eine Menge Energie freisetzen. Manchmal knallt's und manchmal leuchtet's. Aufregend, aufregend. Hab ich ja gesagt, wenn ich 88 werde dieses Jahr, dann sollte es aufgestiegen sein. Das habt ihr ja nicht gemacht. Und ich erzähle natürlich jetzt nicht so diese Dinge, diese steingewordenen Monumente der Geschichte Dresdens, sondern ich erzähle das, was mir am wichtigsten ist. Das ist halt diese Weite dieser Stadt. Ne? Die Elbauen, ne? dieses viele Grün, was in dieser Stadt ist und auch die Umgebung. Barfuß an der Elbe und die Sonne scheint, schenkt uns Lächeln. Oh, oh, oh. Siebenbrücken musst du gehen. Brüppapapapäa. Es ist in Dresden so, dass es ab und zu mal klappert oder rungst. Und jeder Dresdner ist halt so, hat ja so seine eigene Dresdner-Wahrheit auch. Lach mal, Mensch. Tanz, tanz. Lach mal, Mensch. Wackle mit der Popo. Bitte was Schwung macht, bitte was zum Schwung gehen. Das ist so eine Stadt, man hat immer das Gefühl, man ist ja falsch, aber man steht früh auf, man guckt ins Tal und man denkt, oh, wie schön ist das denn nur? Und das ist einfach, das ist wirklich dieses in Schönheit sterben. Wir betreten Feuer trunken. Himmlische dein Heil.